Los! Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, alle Geschlechter eingeschlossen. Wir haben mal wieder Samstagabend, Samstag oder Verantwortungstreff. Älteste Talkshow von Schenker bewegend, gibt schon seit mehr als 10 Jahren den Versuch, euch sowas anzubieten. Gedacht so, dass wir ab und zu mal auftauchen aus dem Strom des alltäglichen Lebens und die Verantwortungsfrage stellen. Warum das Ganze und ist es verantwortlich, wie wir leben? Viel mehr zum Rahmen brauche ich nicht erzählen. Wir haben ein Forum, worin ihr auch gerne mitdiskutieren könnt, wenn ihr über den Talk hinaus noch mit die Fäden verfolgen wollt. freie-argumente-kultur.de. Und wir laden das Video ja auch hoch. Im Begleittext, Beschreibungstext werdet ihr den Link auch sehen zum Forumsbereich der Verantwortungstreffs in diesem Forum. Und ja, vielleicht als Kick am Anfang noch, ich habe letztens in einem Mickey Mouse Comic gelesen, eine ganz freche Bemerkung dieser Mickey Mouse, dieser Donald Duck Figur, trifft einen weisen Menschen, der versucht, ihm was Wichtiges zu erklären, und Donald lehnt ab und sagt, denken tue ich nur, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Und ja, das ist die Frage, ob ihr euch begeistern könnt, mit uns hier über alles und gerade auch das Wichtige und die Verantwortung nachzudenken, oder ob man ja mit vielem anderen beschäftigt ist. Wir machen es nach Form des Redekreises. Also im Moment sind Dylan und ich da, vielleicht kommen welche dazu. Dann geben wir den Staffelstab des Redens immer weiter nach ein paar Minuten. Und ja, so kommt jeder zu Wort. Damit gebe ich dann gleich für den ersten Beitrag an den Dylan. Ja, vielen Dank. Man hört mich gut. Ja, Live-Fernsehzuschauer, alle hören mich. So, los kann's gehen. Also, da wir jetzt ja gesehen haben, das war ein ganz wichtiges... Du bist aber nur ganz leise zu hören. Ah ja, Moment. Jetzt bin ich gut zu hören, ne? Ja. Also, jetzt hören mich wieder alle gut. Gut für den Hinweis. Ja, also, wir haben ja jetzt gesehen, einmal das New World Economic Forum, dass die Leute einfach tatsächlich gar kein Interesse haben, wenn sie nicht im ZDF und bei ARD eingeladen werden, haben sie offensichtlich überhaupt kein Interesse, sich den Argumenten, einem Argumente pro und contra auszusetzen. Die Leute scheinen alle nur, ja, Popularität und Zugang zu noch mehr Werbung für ihr eigenes Denken zu suchen, aber nicht die Auseinandersetzung, nicht die Argumentation, nicht die Diskussion. Das scheint nicht zu interessieren. Und dann haben wir ja auch gesehen, dass die Klickzahlen jetzt auf unsere Talks hier ja auch sehr, sehr gering sind und so weiter. Und deswegen ist es jetzt so für mich heute, für mich stehen heute meine Beiträge im Zentrum der vielleicht der neuen, neu entdeckten, neuen letzten Chance der Menschheit. Ich weiß nicht, ob wir danach noch welche entdecken können. Ja, vielleicht geht es ja immer weiter und man findet immer neue Lücken. Aber die neueste Geschichte ist, ich habe hier vor mir das aus dem vorhin schon eingeblendeten Freie Argumente-Kulturforum habe ich meinen Beitrag und die Öffis Antwort dann drauf. Und ich lese mal vor. Der Hebel, in Anführungszeichen, beziehungsweise die Lösung für die Wandelfrage gefunden. Vorab, FRAG, freie Argumentekultur.de, funktioniert. Regelmäßige Teilnahme an Samstag und Montag bringt ganz langsam Lösungen, gerade schon mit Öffi gesprochen. Ja? Und diese neue Lösung, die ist quasi auch eine Frucht dieser regelmäßigen Teilnahme an der freien Argumentekultur. Ne? Insofern funktioniert sie. Und was ich da jetzt als neue Idee bekommen habe, ist sozusagen mein Spalt in der fast unüberwindlichen Betonmauer Kapitalismus. Der neue Hebel. Neue, kleine, monothematische Frackpartei. Alle, und zwar heißt die Partei so ungefähr,
alle Alternativkonzepte ständig in ARD und ZDF-Partei. Ja, davon verspreche ich mir jetzt die vielleicht letzte große Chance für die Menschheit, den Kapitalismus loszuwerden. Und zwar als erstes müsste man machen, also diese Partei hat praktisch kein Programm außer diese ganz wenigen Dinge. ARD und ZDF sofort völlig werbefrei. Und eigentlich brauche ich das Weitere gar nicht zu lesen. Sie können es ja dann mal lesen, wenn Sie es wollen. Irgendwie müssen wir die Rahmen, die juristischen Rahmen, muss diese Partei so setzen, dass ARD und ZDF gut motiviert sind, ständig die sozusagen alle Alternativkonzepte und deren Argumente zu Gast zu haben. Wie wir das dann machen, das können wir dann alles diskutieren. Wir haben ja von der Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, GWO, haben wir ja genügend Konzepte, wie man das dann machen kann. Ja? Und die Ansprache an alle kleinen gesellschaftskritischen alternativen Bewegungen und Kleinparteien: Leute, es ist der Weg gefunden, wie ihr alle ständig in ARD, ZDF und so weiter eure Argumente vorbringen könnt. Wolltet ihr nicht alle auch schon immer mal regelmäßig in ARD und ZDF auftauchen? Ja? Und das muss die Ansprache sein, die ich leider nicht machen kann, weil ich gegenüber vielen dieser kleinen Richtungen ja schon erheblich ins Kontra gegangen bin und die teilweise Sendungen über diese Leute gemacht habe. Ja, es piepst und ich mache den Gedanken noch rund. Und insofern, aber ich habe schon mit Professoren von unserem Weltrat gesprochen, die sind bereit, auch finanziell durchaus Personal zu bezahlen, das dort die verschiedenen kleinen Richtungen anrufen sollte. Und unter der Federführung von ÖFF könnte man das machen. ÖFF hat ja übrigens dann auch nochmal positiv auf diese Grundidee geantwortet. Ich überfliege das mal hier gerade, diesen Artikel von ÖFF noch. Ja, und nachher mache ich da weiter, denn ich habe schon noch dann weitere Ideen dazu, wie das dann ganz konkret aussieht. Und jetzt gebe ich aber erstmal an den ÖFF weiter. Und Sekunde. War alles gut mit dem Ton? Moment. So, wir hören. Wir hören. Ah, ich musste mich auch erst freischalten. So, jetzt könnt ihr mich, glaube ich, hören. War der Ton gut? Ja, mit deinem Ton war alles in Ordnung. Alles super. Also, loslegen. Und ich bin... Ja? Okay, dann fange ich an, dann lege ich los. Ich finde das toll, diese neue Schiene oder neue Ansatz einer Schiene, was der Dylan da beschrieben hat. Denn im Prinzip ist das ja die Eingangsschiene oder die Schiene, mit der man zu allen anderen Schienen hinkommt, wo sich das dann verzweigen kann. Nämlich, dass wir sagen, wir wollen wirklich eben gucken, was ist denn, wenn wir offen und ehrlich denken, das, was vernünftig ist, was die besten Argumente hat. Und danach wollen wir gehen. Wenn wir das nicht machen, dann ist ja automatisch die andere Haltung in uns drin, dass wir nämlich sagen, wir sind bereit, das, was vernünftig ist und die besten Argumente hat, unterzuordnen für irgendwelche anderen Interessen, die wir verfolgen wollen, auf Kosten von Vernunft und Verantwortung. Und das bedeutet, wir sind korrupt. Das bedeutet, egal um welches Einzelthema es geht, wir können nicht die besten Antworten finden. Wir sind da nicht offen und ehrlich für die besten Antworten. Während wenn wir diese Grundbereitschaft aufbringen, dann werden sich in allen verzweigenden Schienen, auf die wir dann auch kommen können, für jedes Thema die besten Antworten finden lassen. Und deshalb hat diese freie Argumentekultur wirklich so eine grundlegende
Wurzelfunktion oder eben so die Eingangsschiene, die sich dann in die anderen richtigen Schienen aufteilt. Denn es hilft uns nicht auch, irgendwo vielleicht sogar ein richtiges Einzelergebnis zu haben, wenn wir den Zusammenhang nicht beachten. Also ich habe als Beispiel mal immer genannt, was ja auch noch ein sehr zusammenhängendes Leben darstellt, also in unserer zersplitterten Welt, wo die meisten Menschen so in Zusammenhängen kaum noch erleben oder auch nicht denken wollen. Sie wollen alle diesen Splitterkult. Aber stellen wir uns mal vor, da ist ein Familienbauernhof. Und auf diesem Familienbauernhof, wie werden die Leute mit ihrer Orientierung fürs Leben umgehen? Wie werden die das anpacken? Ich bin mir ziemlich sicher, die werden einen Familienrat haben, in dem sie darüber nachdenken, wie können wir hier im Gesamtzusammenhang unseres Familienbauernhofes korrekt handeln, dass das alles so seine Ausgewogenheit hat. Alles hat seinen richtigen Platz und sein richtiges Maß. Sie werden nicht der Ansicht sein, dass man da gar nicht auf den Zusammenhang achten muss und dass jemand hingehen kann und kann sagen, ich bin für Ökokräuterspiralen oder ich bin dafür, hier, was weiß ich, besondere argentinische Urrinder zu züchten. Oder ich bin interessiert daran, die Maschinen im Melkstall besonders gut in Ordnung zu halten. Keiner wird sagen, dass das so die letzte Orientierung sein kann für so einen Familienbauernhof, sondern die werden sich zusammensetzen und die Dinge im Zusammenhang betrachten. Denn stellen wir uns mal vor, es wäre so, dass zum Beispiel dieser Hof durch irgendwelche wirtschaftlichen Schwierigkeiten, kein Absatz für die Produkte oder was auch immer, dass der in Schulden geraten ist und die Banken drohen zu kommen und ihn zu enteignen. Dann ist natürlich nicht besonders geholfen, wenn der eine mit seiner Kräuterspirale beschäftigt ist, der andere züchtet seine Rinder und der andere macht da die Geräte im Melkstall sauber. Das ist dann alles für die Katz, wenn dann die Bank kommt und nimmt den Hof weg. Und deshalb kann es da sinnvoll sein, zu sehen, was ist jetzt eigentlich wie wichtig, worauf kommt es jetzt an und wo müssen wir uns zuerst drum kümmern, damit die anderen Elemente oder Aspekte des Lebens auch gut mit reingenommen werden können und sich das Ganze auch vorwärts entwickelt. Und genau diese Form, so im Zusammenhang zu schauen, was ist denn am ehesten vernünftig und verantwortlich, wie kriegt alles so seinen richtigen Platz und sein richtiges Maß im Ganzen, das ist eine ganz wertvolle Einstellung, die wir heute brauchen. Und wozu aber die meisten Menschen nicht bereit sind. Also die normalen Menschen gehen hin und konsumieren ihr Leben, sie legen ihre Interessen fest. Ne, jeder kennt die Werbung, mein Haus, mein Auto, meine Frau, meine Yacht und was weiß ich. Da ist vieles im Leben, was wie Betonpfeiler fest einbetoniert wird in den Boden, ohne dass das in Frage gestellt wird mit Blick auf Gesamtzusammenhang und ob das jetzt alles dann seinen richtigen Platz und sein richtiges Maß hat. Das wollen die Leute nicht. Und auch die Alternativen suchen sich was raus. Ich nenne das eher so eine Ersatzhandlung oder ein Gewissensalibi. Auch beliebt sind ja Ökothemen und so. Suchen sich da irgendwas raus und denken dann, damit sind sie die guten Menschen. Und das Übrige, für das Tuten, Dankeschön, das Übrige soll gefälligst auch in diesem falschen System etablierter Lebensrahmen bleiben. Sie tun was Gutes, um weiter überwiegend das Verkehrte machen zu können, vor allem das systemisch Verkehrte weitermachen zu können. Deshalb ist das so ein schwieriges Thema, aber ein grundlegendes Thema. Wir werden nichts davon haben, wenn wir, was weiß ich, mit jemandem drüber nachdenken können, ob eine Kräuterspirale gut ist und an der nächsten Ecke ist er bereit, unsere Freundschaft zu verkaufen, weil irgendein Kapitalist ihm da entsprechend Geld bietet. Oder er haut uns in die Pfanne, weil er denkt, da kann er dann besser Karriere mitmachen. Da ist uns nicht viel mit geholfen. Wir können uns nicht in irgendeiner ganzheitlichen Weise aufeinander verlassen und auch die Kinder der Zukunft können sich nicht irgendwie ganzheitlich auf uns verlassen, wenn wir da sagen, wir picken uns was raus und missachten die Zusammenhänge. Insofern ist es die grundlegendste Anfangsweiche oder Schiene, diese freie Argumentekultur. Und ja, ich finde es insofern richtig, logisch richtig, wie der Dillen da jetzt ansetzen will. Wobei wir natürlich gucken müssen, ob die Menschen für das logisch Richtige überhaupt zu haben sind. Ne? Aber es wäre kein besserer Weg, selbst mit in die Unlogik
wegzudriften. Damit gebe ich an den Dillen wieder. Ja, da bin ich wieder und ich denke, ich müsste gut zu hören sein. So, ja, dann geht's los. Ja, und ich denke, diese neue Einladung, die jetzt eben sei es über bezahlte Hilfskräfte unter der Leitung von Öffi und so weiter vielleicht gemacht werden muss, die ganzen Kleinen und die ganzen Parteien. Also früher war der Fehler, dass man immer, wenn man versucht hatte, so ein Zweckbündnis zu schmieden, hat man immer den Fehler gemacht, dass man so auf die Schnelle aus 30 verschiedenen Programmen ein einziges machen wollte. Und das ist immer gescheitert. Abgesehen davon gibt es zwei Arten. Es gibt Parteien, denen es nur um das Geld der Wahlkampfrückerstattungsgelder geht. Die werden wir nie erreichen, diese Parteien, denn denen geht es nur ums Geld. Genauso werden wir diejenigen NGOs nicht erreichen, denen es auch nur um die Spendengelder geht, die sie einsammeln oder die Spendengelder, die sie vielleicht sogar von der Bundesregierung bekommen für ihre Arbeit sozusagen. Die werden nie wirklich eine Lösung der Menschheitsprobleme wollen, sondern weiterhin den Geldfluss offen halten wollen, damit die Geschäftsführer noch weiterhin gut verdienen und lebenslang von den Problemen der Menschheit finanziell gut leben können. Ja? Und aber viele kleine Gruppierungen werden wirklich, da wird es einige geben und viele geben, die echte Absichten sind, auch unter den kleinen Parteien. Und wenn es jetzt heißt, nein, wir versuchen erst gar nicht, die Programme zusammenzulegen, die Parteiprogramme oder die NGO-Programme oder die Gruppierungenprogramme oder die GWÖ-Programme und die GWO-Programme, wir versuchen das erst gar nicht, jetzt gleich so auf die Schnelle das hinzukriegen, wenn dann gelingt das nur in langen Diskussionsprozessen und diese Zeit hat man nicht. Also machen wir sofort nur diesen Minimalkonsens. Wir machen nur eine Partei, die das Ziel hat, dass die Zensur von ZDF und ARD beendet wird und regelmäßig sozusagen regelmäßig alle alternativen Argumentationslinien und Lösungskonzepte vorkommen in ARD und ZDF. Zum Beispiel, ich träume jetzt mal so ein bisschen, es könnte sein, ich habe einen neuen Namen, ich hoffe, er gefällt dir, öff, Fraktalk. Fraktalk. Freie Argumente Kultur Talk. Also Fraktalk, Fraktalks, und zwar morgens einer, also immer im Wechsel, immer ARD, erstes Programm und ZDF, zweites Programm, immer im Wechsel. Also morgens zum Beispiel ARD, vormittags erster Fragtalk, nachmittags beim ZDF zweiter Fragtalk, am Abend wieder auf ARD. Dritter Fragtalk und am nächsten Morgen dann vormittags auf ZDF der nächste Fragtalk. Und am Anfang müssen es schon so viele sein, damit wirklich die Leute auch in der Reihenfolge ihre Anmeldung beim Bundeswahlleiter auch wirklich zügig drankommen und nicht ewig warten müssen. Und zum Beispiel, ich habe hier gerade das Bild vor mir, das wären jetzt nicht acht Gruppen, sondern acht Gruppen, die aber immer von einem Redner vertreten werden. Also acht Gruppierungen, also acht alternative Konzepte, acht Gruppen. Und jede kriegt 5 Minuten, so wie wir jetzt ja auch heute 5 Minuten haben. Und dann, der Bundeswahlleiter stellt für jede Sendung eine repräsentative Wählerstichprobe von 1000 Personen her sozusagen, die da wirklich zuschauen und wählen. Ne? Und das würde bedeuten, dass man ungefähr alle 30 Jahre einmal dieses Wahlrecht bekommt.
Also ich denke, dass die Leute dieses Wahlrecht dann zu schätzen wissen würden, wenn es so selten man es nur bekommt, ne? Und dann hat man eben hier die Situation, dass man also 8 mal 5 ist 40 Minuten. Dann dauert es 5 Minuten, bis gewählt ist, welche 4 weiterkommen in die nächste Runde. Ich höre das Piepsen, ich mache nur noch rund. Also dann haben wir 4 mal 5 Minuten, sind 20 Minuten, weil jede Sendung soll 90 Minuten dauern. Dann sind wir nämlich bei 60 Minuten. 70 Minuten jetzt, weil nach den 4 mal 5 wird nochmal gewählt. Und dann stellen wir keinen Sieger fest, sondern es wird gewählt die zwei Sendungssieger, die zwei Fracktalk-Sieger. Fracktalk-Sieger sozusagen. Und zwar, und die haben dann 20 Minuten Talkrunde mit dem Moderatorenteam, wo das alles nochmal auf Herz und Nieren und auf Unterschiede abgeklopft wird. Und diese beiden Fracktalk-Sieger jeder Talkrunde werden dann an die Politik weitergereicht, wobei man uns gucken muss, man könnte natürlich diese Partei schon so machen, dass dann die Politik motiviert wäre, diese Ergebnisse auch zu übernehmen, eventuell in kleine regionale Experimente zu übernehmen, ja. Und die rausgeflogen sind sowieso, oder alle dürfen sich direkt nach der Sendung wieder in die Liste beim Bundeswahlleiter anmelden für den nächsten Auftritt. Aber durch diesen Weg würde gefiltert werden durch die Wahlvorgänge und irgendwann würden welche bestimmte Leute merken, ja hoppla, die Leute verstehen uns entweder nicht oder sie wollen uns nicht. Aber es macht keinen Sinn mehr, nochmal anzutreten. Wir werden immer abgeschmettert. Egal warum, es kann ja sein, dass die Leute überfordert sind geistig und das einfach nicht verstehen können oder sie wollen es wirklich nicht. Und so kriegen wir dann vielleicht die Situation, dass wir schneller zu Abklärungsergebnissen kommen, mit Hilfe dieser repräsentativen Wählerstichproben, als wenn wir sagen, wir diskutieren jahrelang alles bis zu Ende aus. Vielleicht, das ist jetzt mein letzter Gedanke für diese Runde, vielleicht ist es bei manchen Leuten auch gar nicht möglich, dass die sich bewegen, weil die so festgefahren in bestimmten Dingen sind, dass sie auch bei besten Argumenten sich nicht verändern würden. Ich gebe weiter, Sekunde. Wir hören. Ja, danke. Danke, Dylan, für deine Worte. Fracktalk finde ich super, ne? Also du weißt, alles, was mit Frack zu tun hat, weckt bei mir spontane Begeisterung, überbordende Begeisterung. Und ja, deine Idee, gerade auch die kleinen Gruppen, also die jetzt bei den großen Posaunen so nicht zum Zuge kommen oder unverhältnismäßig vernachlässigt werden, die anzusprechen und zu sagen, eigentlich müsste sich das jetzt verbinden, also die großen Medien, ARD, ZDF und so weiter, also auch, gerade auch vom Staat, ich komme gleich auf den Auftrag des Staates dabei noch zu sprechen, diese großen Medien und die vielen kleinen Stimmen. Das könnte vielleicht wirklich interessant werden, vorausgesetzt, dass diese einzelnen alternativen Gruppen überhaupt das Interesse haben, auch sich im Zusammenhang mit all den anderen Gruppen darstellen zu lassen, dass die Menschen, die Zuschauer dann diesen Überblick bekommen und das im Vergleich auch einschätzen können. Also wie wichtig ist das? Ist es überhaupt was Gutes, ne? Also es gibt auch sogenannte alternative Dinge, die Menschen vielleicht eher, die ihnen vielleicht nicht gut tun, ne? Also Dylan und ich sind ja so ein bisschen skeptisch gegenüber manchen esoterischen Richtungen. Wenn da jetzt zum Beispiel irgendwelche scharlatanerischen Gesundheitsbehandlungen den Menschen empfohlen werden und das wäre der neue und natürlichste Weg und wie auch immer. Also nicht alles, was sich alternativ nennt, ist ja, wenn man es prüft, dann auch etwas, was überhaupt gut ist oder was von der Wichtigkeit her passend eben eingeordnet wird. Nehmen wir an, aber Sie haben ein Interesse daran und Sie denken sich,
wenn hier jetzt die großen Medien im Zusammenhang darstellen, was es da so alles gibt, dann kommen wir gut weg. Weil im Vergleich zu der alten Wirklichkeit, die uns umgibt, die ja gar nicht unbedingt auf Nachhaltigkeit und Verantwortlichkeit ausgerichtet ist, im Vergleich dazu haben wir auf jeden Fall etwas zu sagen, was unsere Stimme dann stärker belichtenswert erscheinen wird, als es sonst wäre. Und ich meine, gewisse Hoffnung könnte man ja haben, wenn man sich anschaut, ich weiß noch, wie es am Anfang war mit der Grünen Partei und den ökologischen Themen, wo man von den Rauchern auf dem Schulhof als Müsli und so beschimpft wurde und wie ein Mensch vom anderen Stern erschien. Also es gibt ja gesellschaftliche Tendenzen, wo ein bisschen oder in Teilbereichen, in Splitterbereichen, sich auf Dauer dann eben das durchgesetzt hat, was eindeutig vernünftiger ist. Also jetzt statt zu rauchen, Müsli zu essen. Wobei also der Anteil der sich gesund ernährenden, der Anteil der Vegetarier und so, wenn man sich das in der gesamten Bevölkerung anschaut, ist immer jetzt noch nicht so, dass man da himmelhoch Sprünge machen könnte. Aber es gibt dann solche Tendenzen, dass wenn die Dinge so im Zusammenhang betrachtet werden und es wird nach Qualität beurteilt, dann kann auch was in die gute Richtung gehen, dass die besseren Argumente ja ein Stück weit ziehen oder im Laufe der Zeit mehr Kraft oder mehr Zulauf bekommen. Damit komme ich dazu, warum sollten die Medien das machen? Also im Moment verkaufen sich ja die Medien an Sendezahlen, also was kommt als Konsumgut bei der Bevölkerung an? Und nicht zu knapp werden sie aus meiner Sicht dirigiert von der Obrigkeit, die auch von Wirtschaftsinteressen kräftig korrumpiert ist, werden sie dirigiert. Nun stellt sich die Frage, welchen Wert soll denn Frack haben im Vergleich zu dieser Konsum- und Machtorientierung? Und eigentlich, wenn man sich ihre pathetischen Ansprüche anschaut, die sich die Medien stellen, ja überhaupt auch natürlich die demokratische Gesellschaft, dann haben die eigentlich den Anspruch, korrekte Informationen, nicht Fake News, sondern korrekte Informationen zu geben, also in der Sache richtige Informationen, wissenschaftlich richtige Informationen und demokratisch Bildungsprozesse in der Bevölkerung zu fördern. Also wissenschaftlich und demokratisch betrachtet, könnte man sich fragen, was sollten denn dann solche Medien berichten oder was gibt es da für Verbesserungsmöglichkeiten? Und sowohl die Wissenschaft wie auch die Demokratie richtet sich ja nach Maßstäben. Und diese Maßstäbe sind nicht die oberflächlichsten Konsummaßstäbe. Also ich habe das Piepen gehört, danke, ich mache noch eben rund. In der Wissenschaft lässt man nicht die Masse abstimmen, ob es ihren Konsumgelüsten entspricht, was da als Ergebnis rauskommt. Sondern es hat sich nach Evidenz zu richten, nach Erfahrungen, die als Beweis gelten können, nach Logik, mit denen man die Erfahrungsdaten zusammenstellt und daraus dann eine wissenschaftliche Theorie macht. Also Empirie und Logik sind da die Grundmaßstäbe und nicht, ob das jetzt den Konsumgelüsten einer süchtigen Bevölkerungsmehrheit entspricht. Und sogar Demokratie, wo man jetzt sagen könnte, ja, ist es denn da nicht so, dass man die Leute einfach abstimmen lässt? Die demokratische Bildung hat eigentlich, obwohl das eines der meist tabuisierten Themen ist, den Anspruch, den Menschen erst einmal den gesamten Überblick über die Wahlmöglichkeiten zu geben. Das heißt, da ist nicht einfach das Beliebteste und das andere kann man nicht sehen, sondern eigentlich ist das mehr so gedacht wie eine Landkarte der Wahlorientierung, wo die Menschen die gesamte Landschaft sehen können und ob ein Inhalt gezeigt würde, müsste sich quasi, wenn ich das richtig sehe, danach richten, wie sehr ist das ein relevanter Inhalt für die Wahlorientierung der Menschen? Nicht, was wählen sie am Ende am meisten, sondern wie sehr ist das relevant für diese Orientierung unter den Möglichkeiten? So wie bei einer Landkarte dann geguckt wird, also wenn wir da jetzt schon, nehmen wir mal so eine zoombare Landkarte, dann wird geguckt, wo ist der Berg, wo ist das Tal, wo ist die große Stadt, wo ist das Meer und so weiter.
Und das wird dann eben auch gezeigt, egal wohin die Menschen in dieser Landschaft sich mehr oder weniger hinbewegen. Aber sie sehen diese Konturen. Ne? Und je näher man rankommt, desto mehr auch die Feinheiten. Aber erstmal sieht man diese Konturen, in denen man sich orientieren könnte. Und nicht, wie viele haben sich wohin orientiert. Okay, damit gebe ich wieder an den Ding. So, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein. Ja, dann lege ich mal los. Ja, also genau das ist der Punkt. Wir haben ja festgestellt, dass ohne eine Partei niemand regelmäßig in ZDF und in ARD und ZDF regelmäßig in diese ja noch zukünftigen Frack-Talks, die ja dann also quasi eine Nachfolge unseres alten Demokratie-Pur-Talkshow-Konzeptes sind. Also Frack-Talk ist dann noch griffiger. Frack-Talk, ja. Hast du heute Nachmittag den Frack-Talk gesehen? Ja, und so weiter. Und diese Partei, wirklich diese, wie heißt die Partei nochmal? Alle Alternativkonzepte ständig in ARD und ZDF-Partei. Ja? Also nur dieses ein einziges Thema. Ja? Und denn sobald man auch nur einen Punkt noch mehr macht, zerstreiten sich die Gruppierungen wieder und es kommt nicht zum Konsens. Man sieht das auch an der GWÖ. Ich habe hier das Schaubild von unserer Homepage, diesmal jetzt mal mit großer Schrift. Ich habe es letztens viel zu klein gehabt. Wir, GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung. Und zwar in ZDF und Arte und in Schrot und Korn war zwar die Gemeinwohlökonomie, aber in ZDF, das muss man ganz nüchtern sagen, jedes Jahr einmal und dann um 23.15 Uhr oder so. Ja, also das heißt, keine Richtung hat bisher überhaupt es geschafft, Zugang zu kriegen, denn in den Sendern sitzen ja bis jetzt jedenfalls in den Aufsichtsräten die Altparteien und die Altparteien wollen natürlich nur, dass Gedankengut dieser Altparteien dort gesendet wird und auch nur solche Leute in die Talkshows kommen, die ungefähr das Gedankengut dieser Altparteien auch sozusagen rüberbringen. Ja? Und deswegen es muss eben allen Gruppierungen klar sein, dass sie niemals Beachtung finden werden in dieser Gesellschaft, wenn sie jetzt nicht Folgendes machen, nämlich dass sie als Parteien sagen, bei der nächsten Wahl, bitte, da stellen wir uns nicht zur Wahl, sondern es wird nur alle unsere Fans sollen alle ihre Stimmen geben an diese neue alle Alternativkonzepte ständig in ARD und ZDF-Partei und nur diese Partei. Und wenn man dann so 10-15% kriegt für diese Partei, dann wird darüber diskutiert werden und dann werden auch andere Parteien sagen, ja, eigentlich ist das ja nicht so ganz unberechtigt. Eigentlich haben wir nicht genügend Argumente Vielfalt in ZDF und ARD und das müssten wir doch eigentlich machen und das müssten wir doch eigentlich demokratisch einräumen, sodass man dann hoffen kann, dass man das dann also als Gesetz durchgekriegt, egal wie auch immer das dann gestaltet ist. Wie gesagt, wir bei der Gemeinwohlwirtschaftsordnung haben ja ganz klare Ideen, wie das dann technisch zu machen ist, dass das auch funktioniert, dass also das erstmal im ZDF und ARD funktioniert und vielleicht sogar auch gleich, dass die Politik die Lösungsideen übernehmen motiviert ist, was sie jetzt ja nicht ist, noch nicht ist, ja. Ja, und so könnten wir wirklich, wenn alle Gruppen, alle Gruppierungen, ja, alle aufrufen würden dazu, alle Wahlstimmen nur noch auf diese eine Partei, dieser eine gemeinsame Nenner aller. Wir wollen alle ständig präsent sein in ZDF und ARD.
dann kann das funktionieren. Ja, und ansonsten jetzt, und wie gesagt, Gelder stehen zur Verfügung. Ich habe, wie gesagt, der Weltratgelder würden zur Verfügung stehen. Ich kann es leider nicht selbst machen, da ich viele Gruppierungen auf das Schärfste auch in meinen Sendungen kritisiert habe und so weiter. Und man nimmt sicherlich nicht gerne ein Angebot von jemandem entgegen, der so scharf kritisiert hat. Zum Beispiel, ich denke nur an den Dr. Markus Krall und seine Atlas-Initiative, die auch ja überhaupt keinen Platz im ZDF und in ARD findet. Ich höre das Piepsen, ich mache nur noch rund. Und der müsste halt von einer neutralen Person, müsste die Atlas-Initiative angesprochen werden, angerufen werden in Frankfurt und die eingeladen werden, auch an diesem Strang mitzuziehen, denn auch die sind nie in ZDF und ARD und wünschen sich das ja hoffentlich auch. Ja, und nachher zeige ich dann noch ein bisschen hier von unserer Homepage in größerer Schrift. Ja, aber ich gebe erst einmal wieder weiter und ja. Wir hören. Ja, danke, Dylan. Ja, das wird eine spannende Frage werden, ob wir da die Medien und auch überhaupt die alternativen kleinen Gruppen dafür begeistern können. Ich habe mir überlegt, auch als Appetittäppchen für das Dazukommen und das Reinschauen in unser Freie-Argumente-Forum, dass ich also zu dem, was der Dylan da geschrieben hatte über seinen neuen Akzent, dass ich meine Antwort, die ich da geschrieben habe, auch nochmal vorlese und erkläre, weil da versuche ich das so einzuordnen auch in diese anderen Ansätze, die wir in den letzten Monaten so auch versucht haben. Und ja, warum das sinnvoll sein kann, den Akzent so zu setzen. Tatsächlich hat Dylan ja insofern recht, die Leute haben alle ihre Einzelkonzepte, die alternativen Gruppen. Man sollte doch meinen, dass bevor sie sich bei den Einzelkonzepten vielleicht nicht einer Meinung sind, dass sie aber doch einer Meinung sein könnten, dass man vernünftig über alles nachdenkt und ja, danach dann die Dinge beurteilt oder die richtigsten Antworten herausfinden will. Egal, was jemand als Ergebnis hat, er müsste doch eigentlich zustimmen, dass man vernünftig die Ergebnisse herleitet. Ob das so ist, sei dahingestellt. Wir werden eben sehen, wie weit die verschiedenen Gruppierungen und auch die Medien überhaupt anspringen auf so einen Ansatz. Aber wenn die Zukunft gut wird, dann wird man irgendwann, sofern man das überhaupt noch mitkriegt und es nicht mit den Wellen der Geschichte weggeschwemmt ist, aber man wird sagen, wow, da war ein Ansatz, der hätte jetzt wirklich auch die Substanz getroffen. Gut, also ich lese mal vor. Mal gucken, ob ich das in den Minuten jetzt so Ich reinkriege. zeige es parallel dazu, im Bild zeige ich es. Ja, ganz toll. Ja, Dylan, habe ich geschrieben. Deine neuen Akzentüberlegungen gehen auch aus meiner Sicht ins Herz bzw. zentralen Nervensystem des Wandels. Ja, lieber Dylan. Man kann zwar mit vielen Ansätzen experimentieren. Und wenn irgendwo ein Eisen relativ heiß erscheint, kann man immer auch einfach mal versuchen, wie gut man damit schmieden kann. Insofern war und ist es aus meiner Sicht nicht daneben, wenn wir, wie in den letzten Monaten, mit verschiedenen Wandelhebeln jongliert haben. Aufgeklärte Schenker-Bonobo-Kommunen als die glücklichste, artgemäßeste Lebensform, wohin die Menschen, wenn sie so schlau sind, eine massenhafte Wahl mit den Füßen machen könnten. Dann Gemeinwohlökonomie, GWÖ, die von Herrn Felber, die ja bekannt ist, oder inhaltlich logisch aus meiner Sicht viel besser, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO mit Wohlfühlstimme und so weiter. Dann Gemeinwohl in seiner allgemeinen Bedeutung, auch als ein eventueller Ansatz für Verfassungsweiterentwicklung oder eine verfassunggebende Versammlung, wo Dylan und ich versucht haben, so uns mit einzuklinken. Dann auch eine Parteiengründung mit Orientierung zu freier Argumentekultur oder Gemeinwohl. Im Grunde genommen, beide Begriffe sind sich eng verwandt. Und zuletzt auch unser Bemühen um ein New World Economic Forum bzw. Zukunftskonferenz mit fairer Offenheit für alle Lösungsvorschläge.
mit Einladung gerade auch an die Alternativprominenten, auch die Normalprominenten, die Big Player und die großen Multiplikatoren. Bei alledem, was wir da versucht haben, haben wir aus meiner Sicht schon mit so geeigneten Zentralbegriffen oder Zentralansätzen hantiert, dass wir damit meines Ermessens auch weiter hin und her jonglieren können und gucken können, wie sich strategisch da am ehesten Schneebälle formen und ins Rollen bringen lassen können, aus denen vielleicht dann doch noch ausreichende Lawinen auch werden können. Aber ich stimme dir natürlich im Kern voll zu. Wenn man ein bisschen, in Anführungszeichen, von oben auf die Situation schaut, dann wird leicht klar, wie zentral die freie Argumentekultur ist. Wenn man aufs Wohlgefühl oder Guttun schaut, was tut den Menschen gut, dann springt es einen quasi an, dass den denkenden Tieren oder Wesen wohl nichts grundlegender guttun kann, als die Gewährung freien Denkens. Und wenn es was werden können soll, müssten diese denkenden Tiere das an sich selbst auch endlich mal kapieren können, dass das freie Denken für die denkenden Tiere ihre Wesenserfüllung sein kann. Also die Tatsache, dass das nicht ein Türenöffner ist, allererster Qualität, ist schon der reine Wahnsinn in dieser Welt. Und statt den Menschen einzelne wahre Lösungskonzepte zu geben, wo es ihnen dann auch leicht zu vielfältig und kompliziert werden kann, ne, die lesen auch keine Wahlprogramme, kann man es natürlich als effektiver ansehen, ihnen, wenn es so etwas gibt, die allgemeine Wahrheitsfindungsmethode zu geben, mit der dann automatisch für alle möglichen Einzelthemen möglichst wahre Ergebnisse rauskommen können. Sozusagen, statt ihnen zu sagen, hier durch diese Tür könnte es was Gutes werden und dort durch jene Tür könnte es vielleicht auch was Gutes werden, vielmehr ihnen zu sagen, hier habt ihr einen tollen Zentralschlüssel, womit sich alle guten Türen öffnen lassen. Setzt einfach diesen Schlüssel ein und ihr findet überall die Türen, durch die günstig zu gehen ist. Der Zentralschlüssel ist Frack. Und es ist aus meiner Sicht auch logisch gut durchdacht dann, sich zu konzentrieren auf die Stellen oder Institutionen, die eigentlich für freien Informationsfluss oder eben Frack, könnte man auch sagen, als zuständig deklariert sind. Politiker und Journalisten. Und man könnte wohl mit gutem Recht an diesen Stellen auch mit einem Belohnungsschlüssel dann ansetzen. Also wenn man dazwischen Motivierungen einsetzen will, dass die Leute es nicht einfach um der Sache willen machen, sondern Belohnungseffekte haben müssen. Das wäre dann so nach dem Motto, ihr werdet nur belohnt, soweit ihr den euch anvertrauten Menschen in möglichst objektiv feststellbarer Weise gut tut. Und das bedeutet gerade für euch mit euren Funktionen auch, dass diese Menschen sich mit freiem Denken und Sprechen wohlfühlen müssen, wohlfühlen können müssen, durch euch. Und das ist dann natürlich nicht nur auf Prominente oder Big Player zu beziehen, sondern auf alle, die sich Gedanken über Lösungen machen und dann natürlich auch das Bedürfnis haben, gehört zu werden, auch in Medien. Eigentlich müssten die vielen kleinen Stimmen danach schreien, dass nicht nur nach der großen Posaune geguckt wird, sondern dass nach der Qualität, egal wie leise sie geäußert wird, nicht nur geschaut wird, sondern auch gegangen wird. Deine neuen Akzentüberlegungen treffen aus meiner Sicht insofern das Herz bzw. zentrale Nervensystem des Wandelgeschehens. Wenn was Gutes möglich werden soll, dann hat dieser Weg eine beeindruckende logische Stimmigkeit bzw. gar Notwendigkeit. Ja, trifft sich gut. Damit kann ich an den Dillen mal wieder abgeben. Ja, ich hatte die Zeit etwas verlängert, weil das mir ja auch wichtig ist, dass das nochmal gelesen wurde. Denn das ist wirklich ja die entscheidende Geschichte. Denn wie gesagt, ich war teilweise schon verzweifelt, weil ich nicht mehr wusste, ob wir wirklich überhaupt noch eine Chance haben. Ja, und jetzt diese Möglichkeit, die ist wirklich völlig neu. Ich bin noch nie in den letzten 40 Jahren auf diesen Lösungsansatz gekommen, dass man eben wirklich ganz konsequent nicht sozusagen gar nicht erst versucht, viele Punkte klar zu machen, sondern eben keinen Kompromiss aus der Partei des Gemeinwohls und aus 100 anderen Kleinparteien zu machen, sondern wirklich nur diesen einen Minimalkonsens.
Wir alle Alternativkonzepte und deren Argumente ständig in ARD und ZDF. Und das ist eine Sache, das hat eine Chance, habe ich den Eindruck. Denn ich war schon ziemlich verzweifelt, weil ich wirklich so immer wieder an den Schluss gekommen war, hoppla, wir haben gegen diesen Kapitalismus keine Chance. Wir kommen da nicht durch. Und das ist jetzt eine reale Chance, wo ich eine Chance sehe. Da, wo dann auch solche Parteien wie neu gegründete Parteien der letzten Jahre und so weiter, jetzt auch gerade bei dieser Pharmaindustriekrise und jetzt der Waffenindustriekrise, die wir gerade wieder haben, ne? Wo also richtig schöne Profite gemacht werden von Big Pharma und Big Waffenindustrie, jetzt mal wieder. Dass wir da eigentlich gar keine Chance haben. Aber genau damit haben wir die Chance, weil wir so zum ersten Mal die 200 kleinen Splittergrüppchen alle an einem Strang ziehend hinkriegen könnten. Und dann könnte das Power haben, wenn die alle sozusagen alle aufrufen würden, jetzt alle keine anderen Parteien jetzt bei der Wahl antreten, sondern nur diese eine Partei mit diesem einen einzigen Punkt. Und ich sozusagen, bei diesen Anrufen müsste das so laufen, dass immer diese Gruppierung gebeten wird, mindestens eine Person in die Parteiarbeit zu entsenden, so dass dann diese Partei ruckzuck auch steht. Und das ist nämlich gar keine große Geschichte. Man muss ja nur letztendlich die Satzung einer erfolgreichen Partei einfach kopieren. Zum Beispiel der SPD würde ich vorschlagen, einfach zu kopieren und dann einfach per Suchen und Finden und Ersetzenstechnik in Word zum Beispiel oder in irgendeinem Textverarbeitungsprogramm einfach immer statt des Namens SPD einfach daran reinzuschreiben, das vorher mit dem Bundeswahlleiter abzuklären, ob der Name okay wäre. Also alle Alternativkonzepte ständig in ARD und ZDF Partei. Ja, also Bindestrich Partei. Ja, das und dann hätte man schon alles fertig und dann muss man eigentlich nur bei der nächsten Wahl und wenn das dann hunderte von Gruppen sind, geht das ruckzuck. Die können dann über Internet die Unterstützungsunterschriften zusammenkriegen und schon stehen sie auf dem Wahlzettel. Und wenn dann alle diese 200 Gruppierungen aufrufen, dann zur Wahl, dann kann das funktionieren. Und da habe ich jetzt wieder Hoffnung ein bisschen, ja. Und ja, und ich bin jetzt nochmal auf unserer Homepage. Das heißt, wir stellen jetzt alles zurück. Wir stellen die Partei des Gemeinwohls, wir stellen die Gemeinwohlwirtschaftsordnung zurück, wir stellen auch die Gemeinwohlökonomie zurück, weil das alles zu viel wäre, da würde es nie einen Konsens geben. Nicht so, jedenfalls nicht so bald. Es würde wahrscheinlich noch 100 Jahre dauern, bis wir da uns einen Konsens aller 200 Splittergruppen kriegen. Sondern dieser Minimalkonsens muss wirklich sich nur auf diese Frag-Talks täglich, dreimal täglich Frag-Talks als Verordnung für die an Demokratiemangel leidende kapitalistische Gesellschaft. Ne? Ja, und von daher ist also eigentlich das, was wir hier sagen, eigentlich erstmal irrelevant. Ich lese trotzdem mal eine Stelle vor, weil die letztens so klein war. Woraus man dann ersehen kann, dass man, Öffi hat das ja auch angesprochen, ich hatte das ja in meinem Post auch dann angedeutet, dass man eben auch motivational sogar die Politik gleich im ersten Anlauf dazu bringen könnte, diese Ergebnisse dieser Talks auch wirklich ernsthaft interessiert wahrnehmen zu wollen. Ja, und denn unsere GWO, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, empfiehlt ja zum Beispiel Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit. Ich höre es piepen, nur noch kurz rund machen. Wohlfühlen, Gesundheit, Langlebigkeit, Wohlstand aller Kunden, Mitarbeiter, Anwohner, also aller Betroffenen, alles Arbeitenden, also auch der politischen Landesregierung in der Bundesliga der Landesregierung sozusagen. Ja, dass man die also dadurch motivieren kann, wirklich interessiert zu sein an neuen Argumenten und neuen Konzepten, was sie jetzt ja nicht sind.
Weil im Moment spielt es ja keine Rolle, wie es den Menschen geht in dem Bundesland, ja? Denn im Moment ist es ja so, die Bürger eines Bundeslands können ja gar nicht feststellen, ob es ihnen hätte besser gehen können, wenn die Regierung eine andere gewesen wäre. Das können sie nur, wenn zum Beispiel über die Wohlfühlstimme Vergleich zwischen den 16 Bundesländern stattfindet. Und dann kann man ganz objektiv sehen, aha, die und die Landesregierung hat den Menschen gut getan und die hat ihnen eher geschadet. Ne? Und dann wären die Politik auch motiviert, gleich die Ergebnisse der Fragtalks auch zu übernehmen. Ne? Und auch vielleicht sogar gleich experimentell umzusetzen in Teilregionen ihres Bundeslandes. Ich gebe weiter, Sekunde. So, los geht's. Wir hören. Ja, danke schön. Danke für das, was du gesagt hast, Dylan. Ja, also ich glaube, dass es wirklich so sein kann, dass ja, wir kaum eine andere Chance haben, mit irgendwas anderem mehr so diesen Türöffner-Effekt zu kriegen. Weil wenn wir uns in einer Alternativlandschaft, wo jeder eigentlich nur so filterblasenmäßig seinen Film sieht, dann irgendwo anschließen oder auf irgendeine Seite von Leuten stellen würden und sagen, ja, wir sind ja auch für euch, dann würden die gleich sagen, ja, dann müsst ihr aber auch jetzt hier nur für unseren Splitter sein. Ihr dürft noch nicht mal fragen, ob der im Vergleich zu anderen Splittern wichtiger und unwichtiger ist. Dann wird es doch schon zu unangenehm. Tatsächlich ist das so, ne? Also, dass wirklich diese Problematik besteht, ist wie, die Leute suchen sich Lieblingshobbys aus. Wenn dann einer sagt, ach, vielleicht ist Briefmarken sammeln doch nicht so gut, vielleicht sollten wir Muscheln sammeln gehen, dann werden die Briefmarkensammler sagen, ja, dann hau ab, dann geh doch und sammel Muscheln. Aber wir sind hier bei unserem Lieblingsthema und auf was anderes wollen wir uns gar nicht einlassen. Also es müsste irgendwie der Schritt geschehen, dass die Menschen das durchschauen, diese ganze Filterblasenlogik, und dass sie sehen, das tut ihnen ja auch nicht gut. Also von ihrem inneren Bedürfnis her, richtigen Durchblick zu kriegen und sich zu orientieren und auch gerade Linien dann ins Leben reinzubringen, ist es natürlich so, dass das eine ganz andere Qualität hat, wenn man nicht nur Lieblingsthemen oder Hobbys sich raussucht, und denkt, das ist jetzt die Lebenserfüllung. Wird es nie sein können. Und insofern, ob wir da allerdings mit dieser ganz einfachen Grundbotschaft, die Menschen erreichen, da wird jetzt vieles von abhängen und es ist etwas, was ihrer Filterblasenlogik, ja, vielleicht auch sehr unangenehm ist und wo wir uns noch überlegen müssen, wie kann man sie erreichen. Ich bin ja da zu wildesten kreativen Kapriolen manchmal im Denken bereit dann auch. Also dass ich mir sage, die so vollständig süchtig sind, ich sehe ja, welches Suchtpotenzial heute da in diesen Ablenkungen steckt, also auch den Computerspielen. Oder alle wissen, wie stark die Filterblasenlogik solche sozialen Medien kennzeichnet, wie jetzt Facebook. Also da denke ich mir, dass es vielleicht eben sogar so sein muss am Ende, dass man ein Computerspiel entwirft, was fetziger auf die Leute wirkt als ihr, also eins der Lieblingsspiele ist ja Fortnite. Und da rennen sie dann mit Äxten und Schusswaffen durch die Gegend und raffen und morden. Wer es besser kann, erreicht das höchste Level. Frage ist, kann man es vergleichbar attraktiv oder eben sogar attraktiver darstellen, dass die Menschen vernünftige und verantwortliche Orientierung suchen? Es gibt ja in der Entwicklungspsychologie die Dilemma-Fragen und die sind faszinierend. Also ich habe da so Strichmännchen-Comics schon mal gesehen, wo mein Sohn, der sonst sehr gerne auch mit diesen ja, Fortnite-Spielen und so sich dann beschäftigt, aber da war er doch ganz aufmerksam, als so ein Strichmännchen-Comic die Situation darstellt, zum Beispiel aus manchen Dilemma-Fragen, also viele Leute kennen das Heinz-Dilemma, die Frau eines Mannes wird krank, es gibt ein heilfähiges Medikament in der Apotheke, er hat aber kein Geld, der Apotheker will es ihm nicht irgendwie anders geben. Er steht vor der moralischen Dilemma-Frage, soll er hingehen und das aus der Apotheke klauen, damit er das Leben seiner Frau da retten kann? Oder soll er, weil man nicht klaut, darauf verzichten und die Frau stirbt eventuell? Das sind Dinge, die haben meinen Sohn fasziniert und da war er dann ganz aufmerksam und wach und ich könnte mir vorstellen,
dass solche Abenteuer-Stories oder ein Computerspiel, wo das als Abenteuer-Story so vorkommt, dass das durchaus spannend sein kann, dass das die Leute auch ein Stück weit bannen könnte, so in solche Abenteuer einzutauchen und zu gucken, da die lösen zu können. Und vielleicht könnte man dann eben die Anregung damit verbinden, dass die möglichst gut eben jetzt nicht die höchsten Level im Raffen und Morden erreichen, sondern die höchsten Level so einer Verantwortungsfähigkeit, so einer Orientierung, um Probleme für alle gut lösen zu können, in einer Weise, die dann auch wirklich funktionsfähig ist. Ne? Also nicht die Welt verschleißen für Augenblickskonsumbedürfnisse, wie das unsere ganze Generation ja so prägt, oder Generationen jetzt hier, sondern wie komme ich zu einem möglichst hohen Level der Persönlichkeitsreife, der Verantwortungsentwicklung. Ja, also was wir am Ende machen müssen, um die Leute zu erreichen, wir sollten sie jedenfalls natürlich ansprechen mit dem, was der Dylan da jetzt auch so als neue Angebotsformulierung herausgestaltet hat. Ich höre das Piepen, Dankeschön. Wir sollten sie unmittelbar natürlich ansprechen. Hier Leute, das haben wir zu bieten aus den und den Gründen. Und wir müssen weiter, denke ich, kreativ in alle Richtungen überlegen, was wir dann noch machen können, um sie irgendwie zu ködern. Ne? Also nicht jetzt im manipulativen Sinne ködern, sondern es geht uns ja darum, sie zu ihrer eigenen kritischen, bewussten Freiheit zu ködern. Schlimm genug, dass sie da überhaupt geködert werden müssen und nicht schon gleich merken, das ist das Tollste überhaupt. Also so wie ich ja sage immer, für ein denkendes Tier müsste das richtige Denken eigentlich eine höhere Qualität haben als jeder Orgasmus. Aber irgendwie ist dieses Erleben nicht so da bei den vielen Menschen. Ich gebe wieder an den Dylan. Ja, jetzt müsste ich wieder gut zu hören sein. Eins, zwei, ja, müsste hoffentlich alles gut sein. Und ja, ich lege los. Ja, also als der Weltrat begonnen hatte, hatte ich damals auch auf Kosten der Spendengelder der Professoren, hatte ich ungefähr 3, 4, 5 Mitarbeiter gefunden. Ich weiß nicht, ob einem das nochmal gelingen würde. Ich habe in letzter Zeit den Eindruck, man findet überhaupt kein Personal mehr für nichts. Ne? Ich habe auch fürs Flyer-Verteilen kein Personal gefunden hier, obwohl ich bis zu 25 Euro die Stunde geboten habe, nur fürs Flyer-Verteilen. Ja? Also, aber wir hatten damals ungefähr 5 Mitarbeiter. Und die dann alles Mögliche angerufen hatten. Wir waren immer verbunden über Online- beziehungsweise Telefonkonferenz, waren wir immer zusammengeschaltet. Und die haben dann eben alles Mögliche angerufen. Wir könnten aber auch so vorgehen, dass vielleicht der ÖFF 1, 2 Gruppen anruft. Und wenn dann wirklich eine sagt, ja, natürlich, da machen wir mit, dann vielleicht so, ja, und dann jeder Neue ruft erstmal als erstes 3 andere Gruppen an. Und so, dass es dann also sozusagen immer wie so ein Schneeball wirklich immer weiter fließt und jetzt wirklich im positiven Sinne ein Schneeballsystem ist und eine riesige Kugel daraus wird, die dann eben richtig Aufmerksamkeit überall findet, weil alle darüber reden in allen alternativen Gruppen, ja hoppla, wir wollen jetzt alle ständig ins ARD und ZDF sein und vor Millionen Menschen unsere Konzepte darstellen dürfen. Da haben wir viel mehr von, als wenn wir da Millionen Demos machen und dabei trotzdem irgendwie letztendlich nichts erreichen können. So. Und ja, und das könnte der Weg sein. Vielleicht auch so dieses, ja, jede neue Gruppierung, die sagt, also ich bin mal gespannt am Montag, ob die Gruppierung, die am Montag dabei ist, die für Geldabschaffung und Finanzwesensabschaffung ist, ob die sagen, ja hoppla, da sind wir dabei, weil wir wollen auch in ARD und ZDF unsere Argumente bringen und so weiter. Ja, und ob wir so dann von Gruppe zu Gruppe immer, wenn jede Gruppe wieder 3 andere Gruppen anspricht und dann dabei vielleicht immer jeweils mindestens eine findet, die dann den Ball weiterträgt, dann könnten wir ja so auf diesem Wege auch durch ganz Deutschland laufen,
Auch wenn dann manche Gruppen vielleicht mehrfach angesprochen würden, aber das kann ja auch nichts schaden, nochmal, die können das ja dann sagen, dass sie schon dabei sind und so weiter, ja. Und so hätten wir dann wirklich einmal alle Gutwilligen, die, denen es nur ums Geld geht und das Abzocken geht, die werden nie mitmachen. Aber alle, die wirklich guten Willens sind, die sollten eigentlich da mitmachen wollen. Denn ich kann es nur sagen, wenn jemand mit so einem Angebot anspricht, würde ich sagen, natürlich, unsere Professoren warten darauf, doch endlich in ARD und ZDF zusammen mit mir als ehrenamtlichen Assistenten ihre Argumente vortragen zu dürfen. Endlich, ja. Und natürlich sind wir dabei, ja. Und insofern, ja, wäre das der große Wurf, der da möglich ist, ja. Und erst dann in den ZDF und ARD-Sendungen macht es dann erst wieder Sinn, zum Beispiel wieder zu erklären, warum aus meiner Sicht die GWO eine gute Lösung ist, zumindest eine gute Zwischenlösung. Denn wir haben ja alle das gleiche Ziel hier heute im Samstag, nämlich wir wollen ja alle, dass die Welt überzogen wird von sehr glücklichen, pazifistischen Gemeinschaften beziehungsweise Kommunen. Ne? Das ist ja hier auch unser Minimalkonsens. Und ich will das ja erreichen über die GWO, die Gemeinwohlwirtschaftsordnung des Weltrates sozusagen. Das ist ja der neue Name, Gemeinwohlwirtschaftsordnung statt gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung. Es ist einfach nur gekürzt worden. Gemeinwohlwirtschaftsordnung ist einfach kürzer. Und dass eben wirklich wir sozusagen über die Hausarzt-Gesundheitsgemeinschaften, die ja automatisch entstehen, wenn die GWO eingeführt würde, kommt es zu Gemeinschaften, zu Sozialleben. Die Menschen werden wieder sozial reintegriert sozusagen. Und dann kommt es zu den ersten, ich höre das Piepen, ich mache nur noch rund, kommt es zu den ersten Ärzten, die dann auch Gemeinschaftsleben empfehlen, Kommunenleben empfehlen und dann vielleicht sogar verschiedene Unterexperimente des Kommunenlebens, denn alle wissen ja, dass ich selbst persönlich ja glaube, dass die glücklichste Form die bonobo-kommunistische Gruppenehe-Lebensform mit 150 Individuen sein könnte und dann die ganze Erde überspannt sein sollte mit einem Netz jedenfalls von Gemeinschaften oder Kommunen. Ja, und ich glaube, dass wir über die GWO da am schnellsten hinkommen, aber das kommt dann alles erst in ZDF und ARD. Erstmal müssen wir da hinkommen und nicht sozusagen unter Ausschluss der Öffentlichkeit diskutieren. Und vor allem noch letzter Gedanke, es könnte sein, dass manche Dinge nicht durch freie Argumente, Kultur, dass es nicht zu einem Minimalkonsens kommt, weil manche Gruppierungen vielleicht ganz starr bei ihrem Konzept bleiben würden. Und deswegen ist dieses Element, dass die repräsentativen Wählerstichproben echte Wahlvorgänge bei den Fernsehsendungen machen, das halte ich auch noch für ein möglicherweise sehr wichtiges, zentrales Element. Was hältst du davon, dass dann repräsentative Wählerstichproben von 1000 Personen unter der Kontrolle des Amtes des Bundeswahlleiters, vielleicht in persönlichem Telefon- oder Gesprächskontakt mit dem Bundeswahlleiter, parallel dazu dann jeweils ihre Wahlstimme abgeben in den Sendungen und so alle 30 Jahre jeder einmal daran teilnimmt? Ich gebe weiter, Sekunde. Wir hören. Ja, danke, Dylan. Danke für deine Worte. Also erstmal die Antwort auf deine Frage. Natürlich finde ich, dass das ganz wertvolle Basistools sein müssten für die Bewusstseinsorientierung der Bevölkerung, auch diese repräsentativen Wahlumfragen, weil es ja auch hilft, den Stand der Demokratie wahrnehmen zu können. Also neben der Frage, was gibt es da überhaupt für Wahlalternativen und wie sehr sind die wissenschaftlich und mit Blick auch auf ganzheitliche Verantwortlichkeit, Zukunftsfähigkeit,
Welche Qualität hat das dann? Ist natürlich auch wichtig wahrzunehmen, wie verhalten sich um mich herum meine Mitmenschen? Und wie gestalten sich da Bewusstseinsprozesse und Entscheidungsprozesse? Ist ja auch ganz wichtig, das zu sehen, um dann zu merken, auch wie man selbst damit umgehen muss. Also wenn ich sehe, also ich halte dann etwas für wissenschaftlich und verantwortungsethisch für unbedingt wichtig, aber das kommt noch nicht richtig an, dann kann es ja sinnvoll sein, dass ich, was weiß ich, das Ackerbestellen mal aufgebe und mich in die Spur mache, um da Werbung und demokratische Bewusstseinsförderung zu machen. Bildungsprozesse, dieses Gespräch auf der Straße oder dann in den Dörfern und Stämmen, die es dann hoffentlich in Zukunft gibt, dass ich mich da in die Spur schmeiße, weil neben der Richtigkeit und der verantwortungsethischen Korrektheit es dann wichtig ist, eben die Menschen da auch bewusst drauf hinzubewegen oder drauf einzustellen. Ja, so wie insgesamt, also ich den Ansatz von dir, Dylan, dass man eigentlich die ganze Zeit sagen müsste, auch zu den großen Medien, auch gerade den öffentlich-rechtlichen Medien, kommt her und bringt mal wirklich einen Überblick über die Stimmen, von mir aus mit Kennzeichnung, was hat denn welche wissenschaftliche Qualität und was hat welche Wahlorientierungsrelevanz, ne? Also kann man da die ganzen Täler und Berge und Meere und sowas unterscheiden, in denen man wählen kann, wohin man geht oder was man halt politisch dann wählt. Also ich glaube, dass dahinter auch ein ganz entscheidender Sicherheitsaspekt steht. Denn ich bin ja seit 30 Jahren so entschieden, wie ich kann, dafür zu gucken, wo kann man jetzt hier mit der freien Argumentekultur punkten. Wo springen da Menschen drauf an, auch wo springen Medien drauf an. Also ich muss dazu sagen, ich hatte normalerweise ein sehr unaufdringliches Lebensprinzip nach dem Motto, rede nur, wenn du gefragt wirst, lebe so, dass du gefragt wirst. Und ich bin normalerweise auch Medien nicht direkt initiativ von mir zugegangen, sondern nur, wenn ich da entweder von den Medien angesprochen wurde oder direkt eben Empfehlungen oder Kontaktvermittlungen bekommen habe. Ja, aber dabei habe ich festgestellt, dass eine ganz wichtige Frage für das Gelingen von freier Argumentekultur die Frage ist, ob man einen ausreichend guten Garantierahmen dafür schaffen kann, einen Sicherheitsrahmen. Denn ich habe oft erlebt, dass man mit tollen Argumenten vielleicht dann im Kleinen angefangen hat und hat da auch sogar erreicht, dass die Menschen gesagt haben, ja, Mensch, das sind doch wirklich Gedanken und Argumente, da wollen wir, dass das weiterverfolgt wird. Und dann wurde das durch irgendwelche Macht- und Geldgrößen aus dem Rahmen drumherum schlicht abgewürgt. Und deshalb sage ich ja auch, also es gab schon so einige Versuche, freie Argumente Plattformen zu machen. Aber in der Regel haben die nicht gründlich genug überlegt oder überhaupt nicht richtig gründlich überlegt, welche Methoden würde das im Innenbereich erfordern, auch dass das nicht wieder wegrutschen kann und korrumpierbar ist. Also zum Beispiel nicht, dass der Gründer der eigenen Plattform dann hinkommt und sagt, jetzt wird hier aber ausgefiltert nach meinen Lieblingsmeinungen. Schon da, welche Methoden und welche Sicherheitsvorkehrungen sind auch im Inneren einer Gruppe oder so einer Plattform wichtig und durchführbar. Und nach außen hin, wie kann man, zumindest als Richtung, in der man auch aktiv ist und versucht, seine Plattform einzubetten, wie kann man dann nach außen hin auch passend auftreten und die besten Ansprüche auch stellen, die nötigsten Ansprüche auch. Und da denke ich ja eben, damit das nicht so passieren kann mit diesem Unterbuttern von wahren Argumenten oder Plattformen mit wahren Argumenten, dafür müsste man ganz schnell zwei Dinge zu erreichen versuchen und auch die Gesellschaft um uns herum, ja, ich höre das Piepen, Dankeschön, ich mache eben rund. Man müsste zwei Dinge erreichen, die es auch dem Staat selbst oder irgendwelchen Machtgruppen unmöglich machen, aus dem Rahmen quasi dann was abzuwürgen und keiner kriegt's mit. Deshalb wäre es ganz wichtig, einerseits zu sagen, alle Menschen, die das jetzt verstehen, und lieber Staat, du mit deiner Verantwortung auch für demokratische Bildungsmöglichkeit, wir möchten eine so relevante Bühne bekommen oder Plattform, dass sie nicht weggeputzt werden kann und die anderen es nicht mitkriegen.
Das brauchen wir unbedingt. Und da wäre ja die Frage, wie die öffentlich-rechtlichen Medien dabei mit einzubauen wären, ist auf jeden Fall sicherlich eine ganz wichtige Frage dann. Und der zweite Punkt ist, wie können wir möglichst wirkmächtige Garantieinstanzen in der Gesellschaft bekommen? Also dass nicht nur gesehen wird, wo dann eben so Mist gebaut wird, also da irgendwas untergebuttert werden soll, mit Machtgeld und so weiter, sondern dass dann möglichst genug Instanzen auftreten können, also wenn sie es gesehen haben und sagen können, das wollen wir nicht, das stoppen wir. Da muss jetzt eingeschritten werden. Ja, das sind zwei ganz grundlegende Aspekte, eine freie Argumente-Plattform abgesichert zu kriegen, damit sie nicht, wie es sehr üblich ist, von Macht- und Geldinstanzen plattgebügelt wird. Okay, ich gebe wieder an den Dirk. Ja, ich müsste wieder gut zu hören sein. Also, das Experiment New World Economic Forum war sehr wichtig, aber es zeigt sich eben, dass die Leute, die ich jetzt auch nochmal einblende, ich will so zum Beispiel das hier das alte World Economic Forum hier, Wirtschaftsforum Davos, die Leute, die wir eingeladen haben, von Sarah Wagenknecht bis Richard David Precht, ja, die sind ja schon in ARD und ZDF oder haben anderweitige Riesenerfolge wie die Familie Albrecht oder Dieter Schwarz von Lidl und all diese Leute. Und die suchen nicht mehr. Ja? Und jetzt das Neue unseres Ansatzes, des neuen Ansatzes, zu dem wir ja mit dieser Sendung einladen, ja, und schon mal und den Startschuss quasi geben für dieses Thema, die suchen doch hoffentlich alle. Ich hoffe, dass das eben all diese Gruppierungen, die es ernst meinen, eben sich freuen würden, wenn sie eine Chance sehen, dass sie jetzt zukünftig bald in ARD und ZDF sind. Und das muss ja gar nicht lange dauern, so eine Wahl. Es sind ja ständig Wahlen. Und man könnte ja bei Landtagswahlen schon einen ersten Achtungserfolg erzielen und einfach mal 6% erzielen oder 7%. Denn wenn alle kleinen Gruppierungen, alle gemeinsam da an einem Strang ziehen, dann wir haben ja bei den sonstigen, haben wir ja 10% teilweise und davon mit allen Gruppierungen, politischen alternativen Gruppierungen, die nicht, also mit der gesamten außerparlamentarischen Opposition der Gesellschaft und der Parteienopposition da auf 6% zu kommen, dürfte gar nicht schwierig sein, ja? Wenn die wirklich alle darüber reden und alle mit allen Leuten darüber reden und alle Leute aufrufen, diesen einen großen Volksaufstand zu machen. Diese eine Partei mit nur einem Thema. Die Sache so verändern, dass es faktisch dazu kommt, dass es zu den Frack-Talks oder ähnlichen Dingen kommt. Ja, auch da legen wir uns ja gar nicht fest, weil die Leute dann schon wieder darüber streiten wollen, akzeptieren wir den Namen Fracktalk oder was auch immer, sondern immer nur so wie, also diese Partei muss so wenig wie möglich Inhalt haben, damit die Leute nicht schon wieder anfangen zu streiten über jeden Begriff und so weiter. Ja? Und der zweite Gedanke, den ich dazu habe, ist, die Menschen, müssen wir uns immer klar sein, in der Demokratie, die Demokratie hat einen riesigen und gewaltigsten Nachteil. Die Menschen können ja niemals die beste Lösung wählen, sondern nur die beste unter den Lösungen, die sie überhaupt in der Lage sind zu verstehen. Das heißt, wenn die beste Lösung einfach ein bisschen zu kompliziert ist, dann können die Leute das nicht wählen, obwohl es die beste Lösung wäre. Aber immerhin hätten wir dann vielleicht die dritt- oder viertbeste Lösung, die sie verstehen können. Und das wäre schon mal ein Riesenfortschritt. Ansonsten schlage ich vor, da ich diese Sendung würde ich so monothematisch lassen, dass wir das also als die Einladungssendung, dass wir jetzt nur noch uns dem Ende nähern für heute.
Und einfach sozusagen nur noch mal gucken, was uns noch einfällt, was jetzt um dieses Thema, dieses Startschusses, dieses neuen, aus meiner Sicht vielleicht sogar letzte Chance, letzter Hebel, wirklich noch mal die Menschheit zu retten, darin, dass wir die Fraktalks oder ähnlich genannte Dinge in unsere großen Medien bekommen. Und diese Journalisten wirklich motiviert sind, interessiert sind, dann durch bestimmte Anreize, die gesetzt werden, diese auch wirklich mit Begeisterung täglich, dreimal täglich durchzuführen, ja. Und dass wir wirklich da nur in erste Programm, Hauptsender und ZDF und nicht in den nachgeordneten Sendern sind. Da können ja die anderen Programme hinrücken, in die anderen Sender, aber dass eben um 20:15 Uhr bis 21:45 Uhr dann eben auch eben ein Fraktalk ist. Einen Tag im ZDF, einen Tag in der ARD, einen Tag im ZDF, einen Tag in der ARD. Ja? Und so kämen wir wirklich voran, weil dann auch die Menschen sich daran gewöhnen würden. Ich höre das Piepsen, ich mache nur noch rund. Ja, sich daran gewöhnen würden, demokratisch mitzudenken und dann auch zu wählen. Und wenn man dann die Fernsehzuschauer, die nicht zur repräsentativen Wählerstichprobe gehören, auch noch einfach mal abstimmen lässt, ja, dann haben sie auch noch mehr das Beteiligungsgefühl. Dann kann man ja gegenüberstellen, repräsentative Wählerstichprobe und Zuschauervotum, die natürlich nicht repräsentativ sind. Ja, und so nimmt man dann alle Menschen mit und dann kriegen wir einen ungeheuren Demokratisierungsschub in Deutschland und später in der ganzen Welt, ja. Ja, und ja, Öffi, wie gesagt, ich schlage vor, wir suchen das Ende und suchen jetzt also, was uns jetzt noch fehlt, um diese Einladungssendung oder Startschusssendung rund genug zu machen. Sekunde. Wir hören. Ja, danke dir. Ja, ich bin da ganz bei dir. Das ist sinnvoll, dass wir das so machen, damit da auch jetzt gar keine Ablenkung durch irgendwelche anderen Einzelaspekte, Einzelthemen damit reinkommt, sondern dass wir den Menschen diese Stoßrichtung jetzt so richtig ganz glasklar werden lassen. Liebe Leute, wir brauchen ganz viele vernünftige Ergebnisse. Aber wir sollten uns erstmal einigen, dass wir vernünftige Ergebnisse finden wollen. Und wenn wir das nicht machen, dann rutschen wir immer wieder weg in irgendwelche Sachen, die entweder nicht das Vernünftigste, Sinnvollste, Richtigste sind, in irgendwelche Unverhältnismäßigkeiten. Wir rutschen in irgendwelche Lieblingsgleise, während neben uns oder während wir da mit auf der Titanic sitzen. Ne? Also es gibt ja den Spruch auch, wenn man im falschen Zug sitzt, kann man da nicht in ein richtiges Detail gehen, ein richtiges Abteil gehen. Und ja, also da überhaupt den Durchblick zu nehmen und zu sagen, wir wollen vernünftig die besten Ergebnisse, die besten Argumente haben. Wir machen auch uns davon abhängig. Also wir sind bereit, auch unser Lieblingshobby zu verändern oder aufzugeben und was anderes zu nehmen, wenn es wichtiger und richtiger ist. Aber entscheidend ist, dass wir wirklich zulassen zu gucken, was ist wie wichtig und richtig und aus der Verantwortung fürs Ganze und für die Zukunft uns da so orientieren. Und nicht, wir haben was gemacht und damit bleiben wir auf dem falschen Boot oder falschen Zug auf der Titanic mit dabei. Und ich teile auch ganz eben das, was du gesagt hast, Willen. Wir sollten so offen und flexibel wie möglich sein. Also gar nicht irgendwie den Eindruck erwecken, da sind wir doch auch selbst irgendwie dogmatisch erstarrt und man könnte sagen, es müsste noch freier und besser zugänglich sein, noch barrierefreier auch alle mit einbeziehen. Deshalb würde ich auch immer sagen, habe ich ja auch schon bei Schenkerbewegung jetzt seit mehr als 30 Jahren. Ja, liebe Zuschauer, ich mache die letzten Schlaufen meiner Gedankengänge nochmal, damit ihr das mitbekommt. Es war ja technisch abgestürzt, unser Gespräch. Also ich glaube,
wenn wir versuchen, das so klar wie möglich zu machen mit der heutigen Sendung, auch worum es uns da jetzt geht, dann müssen wir auch hoffen, dass das endlich mal Leute trifft. Also dass es sie auch dazu kitzelt, dann aus dem Quark zu kommen. Also nicht nur die eingetrotteten Bahnen weiterzurennen, sondern zu sehen, da ist Handlungsbedarf. Ich bin gerufen. Also irgendein Politiker, der die Grundbedeutung von Demokratie versteht, also was bedeutet demokratische Bildung für die Menschen, ein Politiker, der den Beutelsbacher Konsens kennt, nämlich dass die Menschen die freie Wahlalternativenübersicht haben müssen, ohne Manipulation, ohne dass ihnen nur ein paar Möglichkeiten auf den Teller gelegt werden und der Rest ist gar nicht sichtbar für sie. Das müsste jemanden doch wirklich aufstacheln, dass er sagt, da ist zentraler Handlungsbedarf, da liegt an der Wurzel die Sache im Argen und da muss ich aufstehen, um da jetzt wirklich mit anzupacken, damit das was werden kann in dieser Richtung. Und genauso irgendein Medienmensch, der noch den ehrlichen Auftrag auch der Medien irgendwie im Kopf hat. Das ist doch nicht Werkzeug zu sein für irgendwelche macht- und geldbedingten Filterblasen. Sondern das ist doch auch diese Bildungsarbeit, den Menschen wahre Informationen geben und ihnen in einer demokratischen Gesellschaft die Wahlorientierung zu ermöglichen. Da muss man doch dann sagen, ich fühle mich direkt angesprochen und gerufen und ich nehme jetzt Kontakt auf da zu dem Öffi und den Dillen und ich sage, ich bin dabei. Und wir versuchen jetzt daraus eine möglichst kraftvolle Bewegung zu machen. Wir können nur hoffen, dass es irgendwas in den Leuten dann erreicht, wenn wir uns so klar und zugespitzt wie möglich da in den Blick bringen. Ich gebe an den Dillen. Ja, sogar die Live-Sendung hat sich wieder gefangen und läuft noch weiter. Also das heißt, das war wahrscheinlich ein Internetabsturz vorübergehend, ne? Ja, also ich weise noch mal darauf hin, ich werde das auch unter jeder Veröffentlichung den Link hinmachen zu dem, ich bin hier gerade auf dem, ich habe jetzt als Bild eingeblendet hier im Bildschirm, das Freie Argumente-Kulturforum. Dann habe ich angeklickt hier, aktive Themen, ja, ich klicke auf aktive Themen, ja, und dann habe ich hier eben nämlich als erstes hier Wandelgespräche, ein bunter, und da findet man dann auf Seite 6 meinen Beitrag und dann Öffis Antwort, die wir ja auch heute gelesen haben und so weiter, und diesen Link sollten wir jetzt unter diese Sendung auch überall setzen und dann vielleicht können wir ja auch, für wenn die Leute weitergehende Fragen haben, können wir dann denen den Link zu dem Video geben und dann haben Sie den Link auch zu dem freien Argumentekultur-Thema Wandelgespräche und übrigens, Öffi, dieses Wandelgespräche hatten, seitdem wir dieses Thema eröffnet hatten, sehr, sehr viele Klicks. Also ich hoffe, dass da durchaus auch vielleicht der eine oder andere dabei ist, der dann auch vielleicht mal aktiv wird, anstatt nur immer zu lesen, aber nicht zu handeln, ja. Ja, und das hoffe ich. Ja, und von mir aus, wie gesagt, ich denke, wir sollten das Ende suchen. Ich denke, von mir aus ist jetzt erstmal soweit alles gesagt. Ich stelle jetzt mal die Technik so, dass wir uns beide hören können. Moment, ich mache das so. So. Hallo, jetzt drehe ich. So, jetzt könnten wir uns beide hören, parallel. Hast du noch was Wichtiges für dieses entscheidende neue, ja, diese entscheidende neue Chance für die Menschheit? Noch irgendwas Neues? Ich zeige hier gerade noch mal, ich habe jetzt mal auf die Seite 6 geklickt und dann zeige ich noch mal hier unsere beiden Beiträge, die für mich diese, ja, vielleicht eine neue, letzte Hoffnung für die Menschheit darstellen. Ne? Denn ich hatte in den letzten Wochen keine Hoffnung mehr, muss ich sagen. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Hoffnung für diesen neuen Ansatz. Hast du noch was Wichtiges zu sagen? Warte. Ja, jetzt habe ich mich wieder auch entstummt. Ja, ich gebe dir völlig recht. Ne? Also ich kann dich auch nur darin bestärken und ich kann uns Mut und Kraft wünschen. Es mag verrückt klingen, dass wir Hansels jetzt hier mit diesem Vorschlag meinen, damit den Schlüssel für die Rettung der Welt zu bieten. Vielleicht
stellt sich die Frage, ob es nicht sachlich logisch betrachtet schlicht und ergreifend so ist. Und dass es ein total in Anführungszeichen verrücktes Ding ist, dass das nicht die Spatzen überall von den Dächern pfeifen, dass nicht jeder Politiker, jeder Medienverantwortliche längst also mit voller Kraft für diese Sache sich mit engagiert. Ich kann alle Zuschauer aufrufen, prüft es. Ihr sollt ja hier nichts glauben und nicht euch irgendwie da was eintrichtern lassen. Hier wird kein Lametta aufgehängt, um euch mit irgendwelchen Äußerlichkeiten zu bestechen. Also geht hin und überprüft das einfach, ob es diese logische Stimmigkeit und Notwendigkeit auch hat, dass wir da wirklich gemeinsam drangehen müssen und Grundweichen umstellen müssen. Von der jetzigen, nicht auf Argumente schauenden Korruptionswelt. Also ich rufe noch als letztes vielleicht Egon Bahr, der Politiker, hat mal den schönen Satz gesagt, also jetzt schön im Sinne, dass er uns die Augen aufmachen könnte. In der Politik geht es nie um Demokratie und Menschenrechte. Es geht immer nur um andersartige Interessen von Staaten, die da miteinander ringen. Lasst euch nie was anderes weismachen, egal was ihr auch im Geschichtsunterricht gesagt bekommt. Und das ist im Grunde von jemandem, der damals ja einer der führenden Politiker war, mal wieder die Aussage, es ist ein großer Korruptionsapparat, der da läuft, der nach dem, was das Höchste wäre an Vernunft und auch an Verantwortungsorientierung der Menschheit, die Menschenrechte, glatt vorbei agiert. Und das ist nichts, womit man ruhig weiterleben kann. Und schon gar die, die eine Funktion, einen Auftrag haben, dazu gucken, dass das eben nicht so verkehrt läuft, die Politiker und die Medien zuständigen. Die müssten jetzt den Stachel spüren und müssten aufspringen und sagen, nicht mehr mit uns. Und da gehen wir hin und versuchen, diese entscheidende Weichenstellung umzustellen. Ja, also mit Engels und mit Menschenzungen versuche ich es mitzuteilen, so gut ich kann und Dylan ja auch. Lasst euch davon berühren, liebe Zuschauer, natürlich auch die einfachen Menschen. Ihr müsst nicht irgendein Spitzenpolitiker sein oder Medienkonzernchef, um da zu sehen, wo ihr dann da in dieser Richtung mit euch engagieren könnt. Auch allein, dass ihr sagt, wir sind eine Stimme, wir möchten ja auch mit gehört werden, wie der Dylan schon gesagt hat. Alle Alternativen müssten eigentlich ein Anliegen darin haben, dass sie fair mit in den Blick kommen könnten. Nicht irgendein Quatsch und nicht, dass der überbeleuchtet wird, aber dass geguckt wird, was ist fair. Okay, ja, das wäre es von mir aus. Ich umarme dich, Dylan, und ich umarme alle Hörer, Zuschauer und wünsche uns allen, dass wir die Kurve kriegen. Ja, und ich bin nur noch interessiert zu hören, was wir dann am Montag um 19 Uhr, ob wir da vielleicht schon die ersten Mitstreiter für dieses neue Konzept finden, weil eigentlich wüsste ich nicht, was dagegen sprechen sollte, da jetzt mal wirklich aktiv zu werden und zu sagen, ja, genau das machen wir jetzt. Ja, also bis Montag. Tschüssi. Bis dann, tschüss. Tschüss.